Ich bin der Klaas. Genau. Ich bin die Daisy. Es du bist die mich. Daisy. Genau, ja. Du bist Profiboxerin, richtig? Ja. Du bist auch ganz erfolgreich da drin, ne? Das kann ich selber nicht sagen, das sagen die Leute. Ja, ich glaube, du hast schon den einen oder anderen Titel geholt, ne? So habe ich auch gehört. Was bist ja, du? Ja, richtig. Ich bin Weltmeisterin. Okay. Zufällig. Zufällig? Seit 1,5 Jahren. Mhm. Sauber, sauber. Genau. Und du bist? Ich bin Julia. Und du hältst den Kopf hin im Training, oder was? Ich halte immer mal den Kopf hin, ja. Bisher noch nicht. Ich bin keine Profiboxerin. Du bist eigentlich Künstlerin, richtig? Ja, stimmt. Ich bin nämlich eigentlich wegen dir hier. Nee, ist nicht wahr jetzt, ne? Doch. Ich war vorhin in der Galerie und habe mir deine Katzen angeschaut. Ja. Und bin eigentlich der Meinung, dass das ziemlich klasse aussieht. Und weil ihr beiden ja hier jetzt gleich eine Trainingssession habt, habe ich mir gedacht, du lässt heute die Boxhandschuhe einfach mal an der Seite liegen. Ich schenke dir das ganze ProSieben-Publikum. Und habe ein nettes kleines Happening für dich vorbereitet. Und du kannst uns einfach mal zeigen, was du kunstmäßig so drauf hast. Und ich hoffe, das wird dir eine Menge Spaß machen. Ich bin gespannt, ja. Ja. Du hast jetzt quasi frei, auch wenn ihr noch nicht so richtig angefangen habt. Und damit die Daisy jemanden hat, den sie heute verprügeln darf, halte ich meinen Kopf hin. Das finde ich zu hart, verprügeln. Dann sei lieb zu mir, ja? Schauen wir mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall Spaß. Für dich geht's jetzt sofort los. Für mich geht's sofort los? Ja. Aha, gut. Okay. Gut. Das wird ein Spaß für dich, keine Prügelei. Auf Julia wartet ein schöner Mann mit einem verführerischen Angebot. Hallo. Ich bin Sven. Hi. Ich bin nur deine Leinwand. Du bist meine Leinwand? Ich bin deine Leinwand. Oh, nee. Top. Ich denke mal, ich mache eine zweite Daisy aus dir. Klaas reicht eine Daisy und ihr muss er beweisen, dass ein knallharter Mann in den gelben Hosen steckt. Gnadenlos will er die Fäuste schwingen, um in diesem Kampf gegen Daisy zu bestehen. Die sind schwer. Das ist linke Gerade. Rechte Gerade. Hacken. Daisy zeigt Klaas, wo es lang geht. Und weil er die Einführungsrunde überstanden hat, wird er gleich übermütig. Wie immer muss Tonassistent Andreas herhalten. Wird schon richtig aggressiv hier. Kreativ austoben kann sich Julia beim Bodypainting. Quietschgelbe und knallrote Körperfarbe verteilt sie gekonnt auf ihrer Leinwand. Modell Sven. Aus ihm wird eine Daisy im Boxeroutfit. Apropos, wie es Klaas wohl geht, der muss mächtig Schläge einstecken. Von allen Seiten fliegen ihm Daisys Fäuste um die Ohren. Ein Gefühl, das vor ein paar Wochen Stefan Raab auch kennenlernte. Beim Boxkampf des Jahres gegen Weltmeisterin Regina Halmich fiel Stefan noch etwas eleganter in die Seile. Und wir fragen uns, ist es eigentlich gerade in, sich von Frauen vermöbeln zu lassen? Doch kommen wir zurück zu Klaas. Daisy Lang, Weltmeisterin, genau wie Regina Halmich, hat inzwischen fast ein wenig Mitleid mit dem gebeutelten Klaas. Die Nase will sie ihm nicht brechen. Du musst ein bisschen Pause machen. Klaas ist jetzt schon am Ende, aber er kann sich in die rettende Ecke flüchten. Hier wird er aufgeputscht für die nächste Runde. Und auch wenn sein Körper streikt, die Motivation stimmt. Okay, jetzt mache ich sie alle. Ob nach Punkten oder Pinselstrichen, blau liegt ganz klar hinten. Julia hat tief in den roten Farbtopf gegriffen. Und ihr Kunstwerk nimmt immer stärker Formen an. Für die Feinheiten allerdings hat der Pinsel ausgedehnt. Jetzt sind flinke Finger gefragt. Dieser Anblick ist etwas für Kunstliebhaber. Dream on, dream on. Nach seiner Pause macht Klaas wieder einen fitten Eindruck auf den ersten Blick. Denn so wie die vorige Runde aufgehört hat, geht diese weiter. Klaas ist für Daisy nur ein Punching Ball. Sie macht mit ihm, was sie will. Der blau-gelbe Widerstand ist erlahmt. Jetzt gilt es nur noch, die eigene Haut zu retten. Unser Blaumann macht sich auf das Schlimmste gefasst. Und Daisy kämpft mit den Waffen einer Frau bis zum K.O. So hübsches Gesicht kann ich nicht schlagen, Miss Liebe Küssen.
Glück gehabt, Klaas. Die Hosen im Ring hast du anbehalten. Sven hat seine für Julia zwar fallen lassen, dafür aber eine neue bekommen. Wow. Wow. Das ist aber sehr schön. Ja, toll. Ja, hat sich ja richtig gelohnt, dass ich da mal für dich einen Kopf hingehalten habe. Ja, und? Geht's dir noch gut? Mhm. Sie war eigentlich ganz lieb von mir. Sie hat mir nicht die Nase gebrochen. Und, also ich bin zwar total im Eimer mittlerweile, aber du siehst ein bisschen durchgeschwätzt aus, ja. Ja. Na gut, du hast deinen Spaß aber gehabt, ja? Den habe ich auf jeden Fall gehabt. Dann kann ich mich ja wieder raus befreien aus dem Trainingszeug. Soll ich dir helfen? Das wäre lieb, ja. Gleich bei...